Ja, ich stehe jetzt hier auf dem roten Teppich vorm Rostocker Mauclub und ich bin auch schon total aufgeregt, weil hier gleich die Eröffnung stattfindet des 11. Fischfilmfestes. Uns erwarten hier also unwahrscheinlich viele Filmemacher, mit denen man super viel reden kann, die auch super entspannt sind. Insgesamt haben wir 68 Filme auf diesem Festival, verteilt auf 6 Locations. Diese sind der Hansa Filmpalast, das LIWU, das Theater am Stadthafen, die Bühne 602 und der Zirkus Phantasia. Und was uns hier heute erwartet, wir haben uns mal umgehört. Ja, beim jungen Film erwartet euch auf jeden Fall ein Programm mit 29 Filmen, die ausgewählt worden sind im Vorfeld schon. Und eine Jury wird also die Filme befinden, wird also jetzt hier in 2 Tagen eine Auswahl treffen. Diese Filme werden dann mit Gold, Silber oder Bronze bewertet werden oder auch mit einem Sonderpreis oder auch Film des Jahres sogar werden. Also es werden 29 Filme sein, ganz verschiedener Machart, also vom Animationsfilm über den Kurzspielfilm bis hin zum Experimentalfilm und Dokumentarfilm ist alles dabei. Das ist schon ein kleiner Tipp für uns, was man unbedingt nicht verpassen sollte. Man sollte alles sehen, weil alle Filme sind es sehenswert. Wir sind sogar im Gegenteil traurig, nicht mehr Filme noch ins Programm schaufeln zu können, aber die Zeit irgendwann ist ja begrenzt. Ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, alle Filme zu sehen.